Die meisten Kinder haben völlig den Kontakt verloren zu dem, was sie essen, zu dem, was sie konsumieren und zu sich nehmen. Und das kann man ihnen auch nicht verübeln. Einen wunderschönen guten Tag euch. Heute geht es um ein Thema, was unglaublich wichtig ist. Vielleicht hast du selber Kinder und dir ist auch schon aufgefallen, dass in unserer Gesellschaft und vor allem in der Schule die Kinder nicht gerade sehr unterstützt werden auf ihrem Weg, mehr im Leben zu erfahren, mehr Lebensfreude zu entwickeln, mehr körperliche Gesundheit zu entwickeln. Wenn ich mir so anschaue, und ich weiß sehr gut, was Kinder in Schulen zu essen bekommen. Ich habe jahrelang selber Erfahrungen gemacht an den Schulen. Habe jahrelang Inliner-Kurse gegeben an Schulen, auch im Studium. Und mir ist da begegnet, was die Kinder mitgegeben bekommen. Von Eltern, von Lehrern, von Erziehern, von Betreuern oder sonst wem. In unserem Schulsystem. Und da kann man sich dann mal wirklich fragen, wem liegt eigentlich die Gesundheit deines Kindes am Herzen? Wenn du dir mal ehrlich und offen anschaust, musst du dir wirklich mal die Frage stellen, und ich meine das nicht verurteilend. Du kannst nämlich nicht erwarten, dass jemand anderes sich um die Gesundheit deines Kindes kümmert. Wenn du dir in der Schule anschaust, in den Pausen, auf den Gängen und auch das Essen, was in der Pause ausgegeben wird, das sind eben einfach Softdrink-Automaten, das sind Süßigkeiten-Automaten. Das heißt, dort ist zu 99% die Produkte in diesen Automaten sind komplett mit weißem Zucker, raffinierten Lebensmitteln und E-Nummern. So. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, Studien zu finden, dass industriell verarbeiteter Zucker förderlich für die Gesundheit von einem Kind ist. Und wenn man die Kinder eben so ernährt und den Kindern diese Möglichkeiten nur mitgibt, genauso sehr wenig Bewegung, Bewegungspausen und so weiter im Unterricht hat, so gut wie gar nicht, Sport fällt auch ein bisschen runter. Und wenn man solche Sachen den Kindern nahe bringt, die Kinder, die einfach nur im Vertrauen sind, dass die Eltern es gut mit ihnen meinen. Sie meinen es auch gut häufig, aber sie wissen halt häufig auch nicht, was gut ist, oder ignorieren es oder denken aus, ja, viele verwechseln Essen halt auch mit Liebe oder Süßigkeiten mit Liebe und meinen es nur gut und lieb mit den Kindern und geben denen dann solche Sachen. Aber wie kann zum Beispiel in Schulen es sein, dass solche Automaten erlaubt sind? Rein vom Gesetzgeber her könnte es doch gar nicht sinnvoll sein, solche Automaten zu haben. Es ist ungefähr so, wie wenn du deinem Kind sagst, okay, jetzt machen wir 100 Meter Sprint und bindest ihm eine Eisenkugel ums Bein. Wie soll ein Kind klar denken, wie soll ein Kind einen klaren Fokus entwickeln, sich klar artikulieren können, körperliche Fähigkeiten entwickeln können, geistige Fähigkeiten entwickeln können, ein klares, gestochen scharfes Denken entwickeln können und einen Fokus. Wie soll ein Kind das schaffen, wenn du ihm mit diesen Möglichkeiten ins Leben starten lässt? Wenn du den Kindern ja jeden Tag Süßigkeiten gibst und dann genauso die Produkte, die in der Pause ausgegeben werden, wie sehr sehr unförderlich sind für ein gesundes, aktives, vitales, geistig klares Leben. Mit E-Nummern, mit Industriezucker und so weiter. Wie kann das sein? So, offensichtlich, da möchte ich gar nicht irgendwelche Vermutungen anstreben, ob das jetzt irgendwie Absicht ist, ob das jetzt einfach nur aus geldtechnischen Gründen ist, aus Lobbyismus, dass es halt einfach Geld bringt für die Industrie. Wirtschaftswachstum, das wäre das, was unser System immer anstrebt. Und dementsprechend
sind vielleicht diese Automaten dann da. Das sind alles nur Mutmaßungen, weiß ich nicht warum. Aber offensichtlich musst du dich selber um die Gesundheit deines Kindes kümmern und Verantwortung dafür übernehmen. Und du hast eine Verantwortung, wenn du ein Kind in diese Welt gesetzt hast. Das heißt, ja, sie mögen es vielleicht gut meinen, auch wenn beim Doktor immer die Süßigkeiten dann gegeben werden. Ja, mögen es vielleicht gut meinen, weil es ist ja irgendwie so toll, wenn man dem Kind das gibt, aber ja, am Ende bringt es dem Kind halt nichts. Und da muss man sich halt dann wirklich fragen, okay, was ist sinnvoll, was kann ich machen? Es gibt mittlerweile eben auch schon gute Projekte, zum Beispiel hier in dem Ort, wo ich aktuell bin. Da gibt es eine schöne Bio-Kiste und einmal in der Woche bekommen die Schulen im Landkreis wirklich so eine Bio-Kiste mit regionalen, saisonalen Gemüse, Obst, wo die es mal wieder kennenlernen. Sie kennen es ja gar nicht. Wie kann man das den Kindern nämlich verübeln? Also dazu mal eine kleine Geschichte. Zum Beispiel hat mich nämlich meine Oma auch irgendwann gefragt, so, war ich auch schon ein bisschen älter, 16, 17, weiß nicht, 15. So, ich bin zwar auf einem Dorf groß geworden, aber da ist Weinbau außenrum und da sind jetzt nicht so wirklich die Felder und so weiter. Fragt sie mich, ja, weißt du gar nicht, wie eine Zucchini aussieht, wie die wächst? Nee, keine Ahnung, woher soll ich es wissen? Mir hat es nie jemand gezeigt. Die meisten Kinder haben völlig den Kontakt verloren zu dem, was sie essen, zu dem, was sie konsumieren und zu sich nehmen. Und das kann man ihnen auch nicht verübeln. Ich habe dann auch erstmal so ein schlechtes Gewissen gehabt und dachte mir so, okay, hey, ich weiß nicht mehr, wie das ausschaut. Meine Oma hat das alles noch gelernt in der Schule. Die haben die Blätter gelernt, die sind rausgegangen, haben sich das angeschaut. So, die haben das alle kennengelernt, die waren alle draußen. Ja, woher soll man es wissen, ist mir danach im Nachhinein gekommen. Woher? Mir hat es nie jemand gezeigt, ich hätte es gern gesehen. Und es liegt auch in unserer Verantwortung, dass die Kinder nicht den Kontakt, den Bezug zur Natur verlieren, zu dem, was sie essen, zu dem, was sie sind, wo sie herkommen, den Ursprung. Und dementsprechend, wenn du möchtest, dass dein Kind gesund ist, dann musst du dich wirklich drum kümmern. Verantwortung übernehmen für dich, für dein Kind, für die Zukunft hier und dass wir auf einem schönen Planeten noch ein bisschen weiterleben können, weil so wie es im Moment ist, wenn wir nicht drastisch in eine Richtung gehen, in eine andere, dann ja, kann man hier vielleicht nicht mehr so entspannt durch den Wald laufen, lange, dann schaut das Ganze nämlich ein bisschen anders aus und dementsprechend soll man sie fragen, was man da machen kann, was man seinen Kindern mitgeben kann. Im Moment, diese Klimagipfel und die ganzen Sachen, die beschlossen werden, die sind halt ungefähr so als, naja, wir stehen vor einem riesen Desaster, was jetzt einfach so den Planeten angeht, die Erde und den Zustand, vor einem riesen Desaster. Und diese Änderungen, die dann da vornehmen wollen, die sind wie so eine, kennst du das, wenn du ja, deine Lebensweise auch ändern möchtest, gesünder leben möchtest? Das ist wie so ein, ich habe ja was gemacht, aber es ist keine Lösung. Es ist was, ja okay, ich habe ein bisschen was gemacht, dass ich kein schlechtes Gewissen habe. Das ist so ein bisschen Gewissen beruhigen, was im Moment passiert. Es muss in unserem System langsam mal drastisch was passieren, dass man hier noch ein schönes Leben haben kann. Und dazu sind nicht so Kleinigkeiten notwendig, wie eben einfach nur mal bis 2000, was weiß ich, einen Minischritt zu machen, so dass wir es vielleicht noch an unsere Kinder weitergeben. Na, dann kriegen wir das Problem nicht mehr ab, sondern nur unsere Kinder. Dann haben wir hier noch ein gutes Leben und unsere Kinder, die haben dann die Sauerei. So. Das kann man sich überlegen. Und wenn du ähnliche Erfahrungen in der Schule gemacht hast, ich habe schon mit einigen Leuten geredet, dann kommentier gerne mal unten drunter. Würde mich interessieren, was du für Lösungen da gefunden hast, was du für Lösungsansätze hast. Und es ist mir halt auch ein besonders großes Anliegen, was ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch aufbauen möchte, ist halt Schulprojekte wirklich, wo man den Kindern wieder dieses Naturleben, wie Gemüse gezogen wird und so weiter, mit Schulgärten, mit dem Kontakt dazu, mit einem natürlichen, frischen, vollwertigen Ernährung, mit Bewegung, Körperübung weitergeben möchte. Das ist das, was ich auch in Zukunft starten möchte. Ja, und deshalb mir einfach besonderes Anliegen. Die Kinder sind uns, ja, sind die Zukunft, wie es hier ablaufen wird. Und wenn wir uns um die nicht richtig kümmern, dann haben wir ein Problem. Dann haben unsere Kinder ein Problem. Ja, sind auch deine Kinder
Das ist halt oft, wenn der Bezug einfach zu dem Ganzen hier verloren geht und man denkt, man ist irgendwie so ein einzelnes Individuum, das hier allein existieren könnte. Aber ohne die Luft hier könntest du gar nicht existieren. Und dein Körper hat auch gar kein Problem damit, wenn du, auch wenn du deinen Nachbarn nicht magst und er steht direkt neben dir, du atmest die gleiche Luft ein wie er. Und wenn wir uns hier nicht richtig drum kümmern, wenn hier keine Bäume mehr wachsen, dann kann hier keiner mehr leben. Simpel, einfach. Und darüber sollte man sich mal ein paar Gedanken machen und sich dafür dann auch einsetzen und konkrete Schritte gehen. Aber in eine positive Richtung, was kann man da machen? Zum Beispiel solche Sachen wie Biokisten fördern, da Initiativen starten und wirklich mal auch anderen Eltern das beibringen, nahebringen, was man da machen kann. Es gibt so viele leckere, gute Alternativen. Du musst den Kindern nicht irgendwelche Süßigkeiten reinstopfen. Ganz zum Beispiel auch super leckere Datteln, Trockenfrüchte oder sonst was benutzen. Da gibt es auch regionale Sachen. Datteln ist jetzt kein regionales Beispiel. Gibt es genug Sachen, die super süß und lecker sind, die es auch hier gibt. Und solche Sachen kann man auch benutzen. So. Man kann auch in der Pause einfach mal einen Apfel verteilen. Und wenn die Kinder das gar nicht gewöhnt sind, wenn die Kinder das gewöhnt sind in der Pause, dann schmeckt es denen auch. Aber wenn du halt, es ist jetzt in einem gewissen Maß, aber wenn du deinen Kindern halt zum Beispiel Heroin gibst, dann will das Kind immer wieder Heroin. Krasses Beispiel, aber das gleiche mit E-Nummern, mit Zucker, da sind Suchtstoffe drinnen. Das Kind will das immer wieder. Wenn du das von Anfang an denen gibst oder wenn Kinder auch in der Jugend Softdrinks getrunken haben. Ich auch in der, ja, von ersten Freundin, mit der ich zusammen war. Die Schwester hatte auch Asthma, Allergien und die hat auch immer nur klares Wasser getrunken. Da hat der Vater so gefragt: Hey, magst du eine Cola bestellen in der Wirtschaft oder so? Und sie so: Nee, nee, das schmeckt mir nicht. Es schmeckt den Kindern nicht, wenn die das nicht kennen. Schmeckt dir die erste Zigarette und so weiter. Man muss da wirklich ganz langsam voranschreiten und diese Dinge einfach mal weglassen. War jetzt gerade abgelenkt. Genau. Und dann kann man da auch nachhaltig wirklich eine Gesundheit aufbauen bei den Kindern. Und das wünsche ich mir. Also zeig dir gerne meine Initiative. Und ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag. Kommentiere gerne drunter, wie gesagt, was deine Meinung dazu ist. Und mach's gut. Bis dann. Ciao.